Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Ciao mit LP hinten dran. Und wir fahren endlich nach irgendwie gefühlt 3 Wochen oder so mit der Yoshi's Crafted World fort. Aber ich habe einen guten Grund gehabt, warum weg zu sein, denn ich habe jetzt ganz inoffiziell, die Noten sind noch nicht komplett da, mein Bachelor. Also ich habe jetzt offiziell ein BSc of Science in Biology. Was richtig, richtig cool ist und deshalb musste ich die letzten 3 Wochen wirklich hardcore auf die Uni konzentrieren, weil es war wichtig. Es war sehr wichtig. So. Also, wo waren wir denn? Ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal fort mit dem Kunstgewerk suchen und so. Wird ja gesagt, dass man irgendwie nichts Gescheites dafür bekommt. Das Spiel auf 100% zu spielen, aber irgendwie habe ich Lust, das trotzdem zu tun. Vor allem ist es ein schönes Spiel. So, also ja, ich weiß, ich hätte wahrscheinlich irgendwie mich irgendwie melden können oder sonst irgendwas machen, aber I swear to God, eine Woche musste ich mich für die Prüfung vorbereiten, eine Woche war ich auch weg. Wir waren halt auf Exkursion. Ich weiß, wo das Ding ist, am Ende des Levels. Ich erinnere mich noch. Und ja, auf einmal war das Semester vorbei. Ich habe die eine Note bekommen, die mir wichtig war, von der ich nicht wusste, ob ich sie kriege. Also ob ich bestanden habe. Und ja, jetzt kann ich offiziell wieder aufnehmen, weil ich mich nicht mal schlecht fühle. Von wegen, ja, was, wenn ich nicht bestanden habe? Dann die Leute sagen, hey, du hast so viel Zeit dir freigenommen für deinen Bachelor und jetzt hast du ihn nicht mal. So. Ich wurde noch getroffen. Von dem her, ja. Das heißt, ich werde mich die nächsten paar Wochen wieder aufs Aufnehmen konzentrieren können, dann bin ich wieder weg. Also, aufs Aufnehmen konzentrieren. Ich kann wieder aufnehmen. Ob das jetzt regelmäßig kommt und so, ich kann ich noch nicht versprechen, aber ich versuche es. Ich versuche es, Meister. Zirkus. So. Sehr gut. So. Aber ja, es geht wieder weiter. Also, vielleicht mal wieder ein Stream. Wahrscheinlich Monster Hunter. Wenn Monster Hunter cool ist. Ich bin jetzt wieder in Monster Hunter World reingekommen. Ja, ja. Iceborne. Ne? Monster Hunter, hallo. So bin ich jetzt wieder voll am Grinden und so. Richtig cool. Juhu, Zirkus war gefunden. Also mal schauen. Mal schauen, wie viel Zeit ich habe und so. Und ob ich überhaupt kann. So. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige eine Großvateruhr. Auf der Rückseite des Geisterhauses wird man fündig. Uhren gibt's auf den Zimmern. Ja, Uhren gibt's auf den Zimmern. Ja, ne? Habe ich immer noch nicht geschafft, die alle 3 innerhalb von 4 Minuten reinzubuddeln? Hm. Könnten wir jetzt vielleicht eigentlich mal versuchen, I guess. Jo. Oh, ich bin Hype. Und bald ist auch wieder die E3. Und dann können wir endlich erfahren, ob Bayonetta endlich, E3 endlich rauskommt oder nicht. Ja, und natürlich hier das Final Fantasy 7 Remake und Bayonetta und... Jetzt muss ich mich fragen, wo ist denn jetzt die Großvateruhr? Essen. Yo, Stir Cookies. So. War die schon hier? Ich glaube ja nicht. So. Ich glaube ja nicht, aber ich weiß, dass hier ein Papi war. Ah, stimmt. Los, machen Sie mal Platz. Dankeschön. Wo ist denn der Papi? Dahinter, oder? Genau. So. Darf ich jetzt eigentlich wieder weg? Ja, da geht's nur wieder runter zum Sofa. Hier scheint auch keine Uhr zu sein. Von dem her, let's go. Ins nächste Zimmer. Aber ich erinnere mich doch, in der letzten Episode habe ich doch 100.000 Jahre gebraucht, um das eine Bild zu finden. Ach du Kacke. Hier die Großvateruhr. Ich nehme das als vielleicht.
Aber hier scheint auf jeden Fall irgendwie ein Doku zu sein. Oder nicht? Nee. Ist hier kein Doggy? Hm. Dann wohl nicht. Ist hier vielleicht eine Großvateruhr? Ach, hier ist der Hundi. Da war ja was. Komm mit. Ah, es kommt aber noch ein Haus. Von dem her? Von dem her? Ist noch alles offen. Und falls wir die Großvateruhr jetzt nicht direkt finden... Ich würde gerne den Hund abschießen. Danke. Ist das die Großvateruhr? Nee. Hm. Na gut, ich habe alle drei Hundis. Von dem her... Ich kann natürlich auch noch irgendwo da oben sein, oder? Da geht's noch nach oben. Da ist eine Uhr. Ich weiß halt nicht, was für eine Größenordnung ich schauen soll. Da! Und wir können noch schaffen, die kleinen Hundis innerhalb der angegebenen Zeit ins Ziel zu bringen. Seht ihr, wenn man wach ist, kann man diese Sachen viel besser machen. Was? Ich shade mein Vergangenheits-Ich? Nein, ich doch. Ich shade sie nicht. Sie hat es aber verdient. 3 Uhr morgens aufnehmen, wenn sie müde ist. Ich habe sogar vergessen, die Episode nachher hochzuladen. Nachher wurde es einfach so, ja gut, wenn jetzt eine Episode kommt, dann erwarten die Leute, dass es wieder Episoden gibt. And so it was. So. Gut, dann wäre das auch erledigt. Ah. Dann bam. Oh, Großvateruhr gefunden. Hier, nimm das. Also, was brauche ich noch? Ich habe doch eine Bitte. Ich benötige ein Karussell. Das Fundament jedes Vergnügungsparks. Im Spinnradlevel dreht sich so einiges. Einfach mit dem Ei bewerfen. Also im Hintergrund oder Vordergrund? Auf der Vorderseite. Das hätte ich auch nicht in unter 3 Minuten... Ach, das war das Level. Oh, Gottes Willen, ja. Also hier fehlt uns noch ganz viele rote Münzen. Und irgendwie noch eine Blume, von der ich vermute, dass es irgendeine Challenge ist. 7 rote Münzen. Okay. Aber wir gucken uns eigentlich nur nach dem Karussell um. Falls ich zum hundertsten Mal an den Münzen vorbeirenne, dann soll es so sein. Ja, das war das Level. Stimmt, wir brauchen eigentlich noch Geld. Wir brauchen Geld. Irgendwie müssen sich ja die Merch-Items bezahlen, die wir uns ständig kaufen, wa? Ah, apropos Merch-Items. Es ist mir tatsächlich gelungen... Ach stimmt, die kann ich nicht essen. Oh, ich habe ihn platt gemacht. Mir die Collectors Edition, sogar First Print Edition von Iceborne zu sichern. Und ich muss es nur aus Japan importieren lassen, oder? Es wird ja noch importiert. Ist ja noch nicht hier. Oh, stimmt. So. Na komm. Ich will das Geld. Wow. So ein Karussell. Und ich meine, in Japan war es so 150 Tacken. Mit Shipping sogar. Und würde ich es tatsächlich bei uns in einem gewissen Laden vorbestellen wollen, wären es 300 Tacken. Hey, das ist Karussell. Also, manchmal lohnt es sich, Sachen aus Japan zu importieren. Level beenden. Als kleiner Tipp. Und ja, ich weiß, 150 Tacken für der Collectors von einem DLC ist vielleicht viel, aber es ist Monster Hunter. Also, für mich halt wichtig. Weil da ich eine normale Collectors nicht bekommen konnte. Ich auch verarscht worden bin. Gut, Karussell gefunden. Hier, nimm das. Ich habe noch eine, bitte. Ich brauche 6 Nachthimmelgeister.
Sie fliegen am Nachthimmel des Geisterhauses. Bitte 6 davon, ja? Einfach mit dem Ei bewerfen. Oh Gott, wie viele von diesen Aufgaben hast du denn? Wie hatte ich denn damals den Bock, das alles zu machen? Mit viel Überzeugung. So, wie ist sicher wieder 2 Challenges, die ich hier verfehlt habe. Ich kenne mich doch. Immer wenn so einzelne Blumen fehlen, ist das meistens das. Yoshi, jetzt bin ich schon zum x-ten Mal in dieser Villa. So, ja. Immer schön auf den Hintergrund gucken, ja? Wir wollen ja nicht diese Geister verfehlen. Oder... Das ist eine große Münze, oder? Bullshit, habe ich das getroffen. Dankeschön. Ui. Dieser Villa spukt es. Na, die Kuh sind die Geisterchen. Ah, da hinten ist einer. Richtig blurry. Hoffentlich war das der erste. Das Level ist hier auch etwas länger von dem her. So, hier ist sonst nichts. Okay, rote Münze, aber die haben wir ja. Sonst wären eigentlich nur die Blumen hier. Ist ein bisschen früh für die ganzen roten Blumen, aber... rote Blumen. Es fängt schon wieder an, Leute. Hier sind auch keine Ghosties. Wenn ich euch abschieße, passiert an sich auch nicht viel, außer dass ich den Schlüssel kriege, den ich brauche. Hinten ist das Geschenk. Und ich habe doch die roten Münzen. Ja, habe ich. Ich habe das auch nicht mit voller Gesundheit abgeschlossen, was? Doch, habe ich. Ich wollte schon sagen. Aber ich nehme das trotzdem mit. Aha. Ich glaube, da haben wir unser Problem. Ich glaube, ich fülle mich erstmal auf. So. Und das habe ich nicht geschafft. Okay. Ich akzeptiere das mal als okay. Das ist der zweite Geist. Also, jetzt sonderlich schwierig war das jetzt nicht. Past me, what were you doing? Gut, die Blumen brauche ich ja nicht mehr. Da sind auch keine Geister im Hintergrund. Yay! Herzchen. Okay, ich glaube, das ist die nächste Challenge, die ich irgendwie verkackt habe. Da machen wahrscheinlich irgendwas sammeln. Okay. Gut, hätten wir das Level jetzt auch auf 100%? Oh, um Gottes Willen. Also ja, manchmal frage ich mich wirklich ein paar Sachen, ne? So schwierig sind die Sachen jetzt wirklich nicht. Ich habe das Spiel seit 3 Wochen nicht mehr angepasst. So. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Leg dich auf das Sofa, du kleiner Wicht. So. Gib den Schlüssel her. Ja gut. Sind hier noch irgendwelche Geister im Hintergrund? Ist ja noch gut zu wissen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Da ist einer. Ich habe dich gesehen. Die sehen so niedlich aus. Also wir haben jetzt 3 von 6. Habe ich das Gefühl, dass wir irgendwo einen übersehen haben. Was zum... Ein Kugelwillig, könnt ihr nicht in den Haufen rennen. Ja, ja. Macht einfach. Weiter. Du hast Spaß. Ich hab Spaß. Da ist ein Geist.
sind schon mal 4 von 6. Ist das nicht das letzte Haus? Hm. Ja, ne? Langsam bekomme ich es mit Angst. Aber auch nur langsam. So. Okay. Also das habe ich ja gut hingekriegt, nicht auf dem Ding zu landen. So. Come on, ich bin abgesprungen. Gut. Ach Leute, ihr wisst nicht, wie schön es ist, aber dieses Gefühl zu haben, zu wissen, dass man den Bachelor hat. Dass man dann irgendwann auch noch den Master hat. So. Richtig cool. Noch 2 Jahre, dann habe ich den Master. Und dann geht's hoffentlich weiter mit dem PhD. Aber Tao, hast du dich genug studiert? Nein. Studium ist toll. Vor allem, wenn man aus dem Grundlagenstudium raus ist. Dann wird's erst richtig schnieke. Hier ist der Schlüssel. Gib her. Aha. Dachtest du dir wohl? Nicht mit mir. Da ist ein Gast. Wie soll ich den abschießen? So. So soll ich den abschießen. Ja, der war gut versteckt. Hier haben wir noch ein paar rote Münzen. Sehr schön. Dann ist jetzt hoffentlich noch am Ende im Geist und dann sind wir alle glücklich. Ja, da geht's zum Ende. Das bin ich bewusst. Aber ich brauche nur eine Sache. Einen Geist. Habe ich das gerade ein bisschen... Nein, habe ich nicht. Okay. Und heute in... Wo ist der letzte Geist? Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Oder? Hängt er irgendwo da hinten? Zum Ziel? Nee. Ja gut, Leute, dann müssen wir nochmal zurück. Okay, im letzten Haus wird wahrscheinlich nicht sein. Da haben wir schon mal 2. Hier ist er auch nicht. Ja, dann rennen wir mal ein bisschen zurück und hoffen aufs Beste. Ja, irgendwie wäre es cool, wenn man sich so... Wie, ich kann nicht mehr raus. Ja gut, Leute, dann machen wir das dann halt nochmal. Und diesmal finde ich den Geist doch hoffentlich. Ist aber nicht nett vom Spiel, dass ich nicht mehr zurück kann. Ja du. Passiert. Können es aber auch so machen, dass ich die Episode jetzt hier beende und dann offscreen schnell den Geist suche. Dann müssen wir das nicht, nochmal zum 100. Mal wiederholen. Langsam wird es natürlich, ne? Wir haben fast 200 Blumen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal wird weiter gesammelt und mal schauen, was dabei alles noch rauskommt. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.